flinken Füßen kommt er über die Straße zurück, über die Hausdächer, in einem Bogen, muss dann in einem hohen Satz über die kleine Gasse springen, kommt schließlich am Dachfirst einer kleinen zweistöckigen Mietskaserne an, von wo aus er höchstens noch vielleicht 40 Meter vom Tatort entfernt ist. Jetzt kann er schon mehr hören. Leute zu seinen Füßen, aufgeregt. Wer ist denn das? Ist das ein Sonnenlegionär? Nee, unmöglich. Hey, hey, wir wollen hier nur den Tatort bewachen, ja? Wir tun hier nur den Tatort bewachen, sagt einer der Bandstrahler. Ja, wir tun hier nur den Tatort bewachen, sagt ein anderer. Und die Bandstrahler tun ihr Bestmöglichstes, um die baulustige Meute im Griff zu halten. Ja, währenddessen in der Almada-Stube haben Etilo und Rong, und Falk, der auf ihn ein Auge geworfen hat, gerade davon gehört, dass da einer umgebracht worden sein soll. Einer von der Sonnenlegion. Aus der Küche kann man hören, wie Wirtsfrau und Wirtsmann miteinander hektisch diskutieren. Das geht ja gar nicht. Einen von der Sonnenlegion? Unmöglich. Herbert, wer bringt denn einen von der Sonnenlegion um? Da weiß ich auch nicht. Aber da sind überall Bandstrahler, die sagen, dass sie den Tatort bewachen. Das gibt's ja gar nicht. Wäre Tür zur Küche, fällt ins Schloss. Schrankraum, an diesem Vormittag sitzen alleine Etilio und Falk, die nichts miteinander zu tun haben, außer dass der eine einen Blick auf ein Auge auf den anderen geworfen hat. Habe ich das richtig gehört? Dem scheint wohl so. Ja. Das muss... Es kann eigentlich nur Ratsch sein. Der sollte auch gegen die Sonnenlegionäre vorgehen. Ich meine, dass der Orden des Bannstrahls einen Tatort abriegelt mit der Stadtgarde ist seltsam, aber sind wir ehrlich. So gespaltene Gefühle ich auch zu den Bürgern dieser Stadt habe, so dumm ist niemand. Das wage ich zu bezweifeln, aber ich denke nicht, dass es wahrscheinlich ist. Das würde es. Niemand würde das wagen. Ich meine. Wenn ihr. Versuche, an ein Beispiel zu denken, aber. Mir fällt tatsächlich nichts ein, was einem sichereren Todesurteil gleichkommt. Tötet einen Diener des Lichts und der Gerechtigkeit in der Stadt des Lichts und der Gerechtigkeit. Ich glaube nicht, dass da was dran ist. Nicht wir sollten gierig. Es eigentlich sollten wir es gar nicht so bald erfahren. Gar nicht mehr so lange warten müssen. Ich bin mit einem Freund verabredet zur Praios-Stunde, zur Mittagszeit. Wenn etwas dran wäre, wüsste er davon. Die 12. Stunde kommt und die 12. Stunde geht. Von Vitus Herforter keine Spur. Was mag unser Puniner Krieger tun, wenn sein Date nicht auftaucht? Ich würde einmal an die verschlossene Tür der Küche klopfen wollen. Augenblick! Wirtsfrau kommt wieder raus. Ist wohl gerade am Kartoffelschälen. Vitus, Etilio kann im Hintergrund einen riesigen Berg Kartoffeln stehen, sehen. Und sie wickelt sich gerade das Kneipchen in die Schürze, wischt sich die mit Stärke nassen Finger an ihrem eigenen Hemd an. Ja, Etilio? Wollt ihr noch was zu trinken? Auch gern, aber... Ja? Ihr sagtet, Vitus hätte gestern vielleicht ein bisschen mehr getrunken, als ihm gut tut. Wie lang war er hier? Bis in die Morgenstunden. Ich war zum Mittag mit ihm verabredet. Er hatte mir geschrieben... Irgendetwas Dringendes, wie er sagte. Ja. Ihr wisst nicht zufällig, wo er sonst aufzufinden sein könnte? Ja, wir in der Stadt des Lichts. Wir haben uns immer getroffen, wenn ich in Gareth war. Ja, nee. Also normalerweise ist in der Stadt des Lichts in der Kaserne der Sonnenlegion. Vielleicht werde ich versuchen, ihn dort zu finden. Sollte er auftauchen,
Dann sagt ihm, ich suche nach ihm. Er soll einfach hier warten, wenn ich ihn nirgendwo anders finde. Kehre ich bald zurück. Ja, okay. Erfolg? Noch nichts passiert, oder? Ich denke nicht. Wahrscheinlich liegt er in irgendeiner Ecke und schläft seinen Rausch aus. Wie es sich für einen Diener des Götterfürsten gebührt. Naja, also normalerweise macht er das ja nicht so. Ja, normalerweise trinkt er auch nicht so viel, dass er nicht mehr selbst laufen kann. Eure Beschreibung klang ja, als hätte er sich etwas übernommen. Schon ein bisschen unüblich, aber jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja, also was mag Etilio tun? Würde sich, nachdem er der Wirtin mitgeteilt hat, dass er das Pferd erstmal im Stall lassen würde, zu Fuß durch die Stadt auf den Weg Richtung Stadt des Lichts machen. Ein ganz schöner Fußweg, fast durch die halbe Stadt. Und der allerkürzeste Weg führt da quasi von hier einmal so querfeldein, ne? So. Ja, durch den riesigen Haufen dämonischen Abfall, der da rumliegt. Ja. Also, ich denke, bevor ich durch die Brache laufe, ist die Zwielichtgasse trotz ihres zwielichtigen Namens vielleicht die bessere Option. Also eine kleine Streuner? Runde durch die Weststadt. Bleiber, folgt ihm oder wird hier bleiben? Mit gebührendem Abstand. Nun, er hat ein paar Bier getrunken und sucht einen Freund. Er wird wohl mit anderen beschäftigt sein, als auf seinen Geldbeutel zu achten. Aber wir warten noch auf die beste Gelegenheit und folgen ihm mit 10, 15 Meter Schritt Abstand. Immer so, dass es nicht auffällig ist. Ihr kommt den Eslamsweg hoch und seid gerade an einer Allee, welche auf den großen Platz am Stutentrift führt. Und ihr könnt an dieser Stelle hier, er fällt ein in Richtung Brache, tatsächlich. Da ist ein Haufen weiße Mäntel, da ist eine golden gerüstete Gestalt, die am Boden liegt, und eine große Menschentraube, die irgendetwas sich anschaut. Und von Norden den Eslamsweg runter aus dem Stadtinneren kommt euch eine Gruppe von 4 Mann entgegen, die gegen den Strom des E-Verkehrs nach Gareth rein und raus versucht, über die Reichsstraße möglichst schnell nach Süden zu kommen. Also viel wissen wir wirklich noch nicht. Wir haben euch direkt dann angeworben, beziehungsweise die Inquisitionsrätin, aber alles, was wir wissen, ist, dass er Vitus Herforter hieß, schon seit längerer Zeit unterwegs bei uns. Wir haben jetzt auch seine ganze Einheit abgestellt für weitere Fragen. Das könntet ihr dann sicherlich gleich machen, wenn ihr die Leiche von Vitus euch angesehen habt. Und da werden Etilios Ohren plötzlich spitzhörig und hellhörig. Wer ist das, der da spricht? Ein Sonnenlegionär. Wie viele Männer sind dann in so einer Einheit? Also in seiner Einheit waren jetzt 5. Also er, seine Freundin, zwei weitere, die mir aber nichts sagen, weil ich nicht in seiner Einheit bin. Und selbstverständlich der Hauptmann, die warten alle in der Stadt des Lichts auf weitere Rückfragen von euch. Also, ja. Wie gesagt, ich bin nicht in seiner Einheit. Ich kannte ihn zwar, war ganz gut, vor allem beim Biertrinken. Ich glaube, der hatte eine Almada-Stuhe ständig hier um die Ecke, hat er das ein oder andere getrunken. Gestern wohl auch, aber das müsst ihr dann selber rausfinden. Ihr seid immer ein Helden von gutem Ruf. Gut. Ich muss diese Frage stellen. Ist es mir gestattet, den Tatort zu untersuchen, ob magische Spuren vorhanden sind? Also die Bandstrahler sind zurzeit noch vor Ort, aber die schicken wir gleich weg, keine Sorge. Schauen wir mal, ob die noch irgendwas zu berichten haben. Und dann könnt ihr eure Magie wirken. Also, ob ihr da jetzt... Zur Analyse, keine Sorge. Ja, wir müssen halt alles ausschließen, ne? Falls die Frage schon beantwortet wurde, habe ich das wohl nicht ganz verstanden. Aber wann wurde der Mann aufgefunden? Vor einigen Stunden. Und... Tja, wir hätten die Ermittlungen selbstverständlich auch selbst aufnehmen können, aber wenn einer von uns stirbt und dann noch die Inquisition im Spiel ist, dann, tja, ich weiß nicht genau, ob das irgendjemand von uns wird das nicht gewesen sein, aber wird ja einen Grund haben, warum man dann externe Experten anheuert, gerade wenn sie erst seit kurzem in der Stadt sind. Ja, denn
Ethilios Ohren haben sich gerade aufgestellt, als dieser Sonnenlegionär mit dieser Gruppe von vier, einem Ritter oder einem Adligen, bei Waffenknechten und einem Zauberer darüber am Quatschen ist, während diese Fünfergruppe in die Allee zum Shooten trifft, einbiegt. Der Sonnenlegionär holt einen Zettel raus. Also die Mannschaft von ihm, die Gardisten, hießen Greifern, Alrizio, Rowena ist wie gesagt seine Freundin, aber die war auch bei ihm in der Einheit. Und der Kommandant ist... Euer Ehren, ist es wirklich wahr? Was? Er sprecht mich von der Seite an. Ich hielt es für ein Gerücht, aber ich konnte eure über die Massen tönende Stimme trotz der heiklen Angelegenheit, die es zu sein scheint, nicht überhören. Jemand hat einen Sonnenlegionär getötet? Dazu soll ich nichts sagen. Das ist geheime Inquisitionssache. Für eine geheime Inquisitionssache konnte euch die halbe Stunde hören. Waren übrigens pro Minute 15 Lastkarren an dieser Straße an euch vorbei. Großer, der hatte gerade was Wichtiges zu sagen. Lass den Mann doch endlich aussprechen. Und wenn du lauschen willst, du das vielleicht ein bisschen unauffälliger. Oh, Unauffälligkeit ist nicht meine Stärke. Also, bitte nochmal, wie waren die Namen? Greifern, Alrizio, Rowena und Priodan ist der Kommandant. Vitus war pflichtbewusst und korrekt, zuverlässig. Was haben seine Kameraden? Wie ich bereits sagte, hört bitte weg. Stellt euch dort an, die Straße zum Puniner Tor. Wenn das ein Witz sein soll, sehen wir uns morgens zur Mittagszeit vor dem Feld vor der Stadt. Und mit diesen Worten, ohne eine Antwort abzuwarten, sprintet Ethilio los in Richtung der Bannstrahler. Und wie er auf die Bannstrahler zukommt, tritt ihm ein riesiger Bannstrahler im weißen Mantel, tritt ihm entgegen, hebt Hand. Hey, wir sollen hier nur den Tatort bewachen, ja? Hey, anhalten, ja? Schluss jetzt. Beiseite. Was? Nee. Der Bannstrahler legt eine Hand an sein Schwert. Im Namen der Heiligen Inquisition sollen wir hier den Tatort bewachen. Ja, lerne erstmal zu sprechen, du Trottel. Hey. Ein Blick an ihm vorbei. Auf die Priorstagsschule gegangen, auf okay? Den toten Bannstrahler, der dort offensichtlich liegt. Und wenn man sich 30 Jahre kennt, Körperform, was 10 Jahre zusammen verbracht hat, dauert es nicht lange, einen alten Freund wiederzuerkennen. Ja. Tilio kann den Streitkolben sehen, den Schild, die Rüstung, die sie damals gemeinsam bei einem der Eisinger Schüler bestellt haben. Was dort in einer riesigen Blutlache liegt, in Gold gerüstet, mit dem Helm, der einige Meter weit weggekugelt ist, ist niemand anderes als Ethilios alter Freund Vitus. Der Bannstrahler schaut ihm nach, hey, ich soll hier den Tatort bewachen, ja? Machen Sie mal ein paar Schritte zurück, okay? Hier gibt's nichts zu sehen. Weitergehen. Wer? Ein beschissener Tag, wirklich? Hey, Junge, nimm's doch nicht so ernst. Ich soll hier nur den Tatort bewachen. Der Bannstrahler scheint so ein bisschen emotional gerührt zu sein. Und wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich kenne einen guten Beichtvater, der ist immer sehr verständnisvoll. Priotin, warum lässt du die Leute durch? Du redest nie wieder. Entschuldigung, Kommandant. Ihr solltet hier absperren. Ja. Ein beschissener Tag. Werde ich einige Schritte an dem Bannstrahler vorbeitun, auf die Leiche zu und mich einmal runterknien. Ich soll hier den Tatort bewachen, sagt der Bannstrahler so ein bisschen hilflos, scheint aber ungewillt Gewalt anzuwenden. Lass den Mann in Ruhe, er kennt ihn wohl offensichtlich. Also, habt ihr irgendwelche anderen Vorkommnisse zu melden? Fuck, nein? Der Weibel wen? Die Bannstrahler. Oh, leider Weibel. Melde gehorsamst, wir bewachen hier den Tatort und wir sorgen dafür, dass die Menge weitergeht. Weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen, fangen die Bannstrahler wieder an zu versuchen, die Schaulustigen zu vertreiben. Während der Rest der Helden sich nähert, aber auf einem nahen Dach befindet sich ein anderer Held, dem etwas aufgefallen zu sein scheint. Währenddessen er sieht, wie sich langsam der Tumult da unten sozusagen um diese Leute bildet, entscheidet sich Brin einfach mal nicht sehr publikumswirksam, aber dennoch vielleicht intelligent, die Hauswand herunterzuklettern, um dort auch etwas näher hinzugehen. Er möchte ganz gerne bis an den Punkt kommen, wo die Bannstrahler die Leute fernhalten, um etwas unter deren Köpfen eher durchzusagen. Man ist ja ziemlich klein und kleinwüchsig.
Okay. Nee. Die, was du gesehen hattest, befindet sich was du gesehen hattest, befindet sich hier. Ja. Okay. Aber näherst dich dem Tatort und kannst nun alles mithören, was dort gesprochen wird. Man schaut mal an der Bandschrolle an. Wer ist denn hier so zuständig? Weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Ja, der Weibel Auralo hier hinten, der Bandschraller deutet über seine Schulter zu dem besser gekleideten Bandschraller. Herr Weibel, der hier fragt, wer hier zuständig ist. Ist eine richtige Karin, wenn er mich fragt, Herr Weibel. Entschuldigt, guter Mann. Ich glaube, ich habe da hinten etwas gesehen, was interessant für euch sein könnte. Etwas Glitzerndes. Vielleicht eine Klinge? So. Wo kommt ihr denn jetzt her? Vom Dach? Ja. Und ihr habt etwas gesehen? Ja. Na gut. Ihr habt das hier alles unter Kontrolle, ja? Ich schau mir das mal an. Ist das der Weibel, der uns hergeschafft hat, oder der Weibel, der da direkt... der hier. Du hast einmal Sonnenlegion und einmal Bandstrahler. Ah, genau. Okay. Also das ist der von der Bandstrahler. Die Sonnenlegion haben nichts miteinander zu tun. Sogar eigentlich haben sie wahrscheinlich eine ähnliche internationale Wettstreitigkeit wie die Polizeibehörden miteinander. Als der Bandstrahler mit den vier anderen Helden sich nähert, da macht einer der Bandstrahler einen Schritt. Hey, die Bandstrahler haben hier Jurisdiktion, wir sind hier zuständig, sagt der Bandstrahler zu dem Sonnenlegionär, der mit den anderen vier Helden gerade ankommt. Ja? Nee? Ja gut, okay. Wir sind hier zuständig. Brin währenddessen führt den Weibel der Bandstrahler um zwei Ecken zu einer Regentonne, in welcher ein Dolch liegt. Ja, das ist das, was ich gefunden habe, Herr Obermann. Weibel. Entschuldigt, Weibel. Den Dolch habt ihr hier gefunden, ja? Nein, ich habe ihn hier gesehen. Vom Dach aus. Ah, dann kann man tatsächlich... In der Regentonne, unter dem Wasser, am Boden der Regentonne, blitzt etwas Metallisches. Da liegt ein Dolch. Da habt ihr tatsächlich ein gutes Auge. Von der Straße aus oder von den Gassen aus könnte man ihn tatsächlich nicht sehen. Habt ihr ihn angefasst? Nein, ich habe ihn nur gesehen. Ich wollte euch rufen, weil ich den Mann, der dort liegt, gesehen habe und mir dachte, na, vielleicht hat es etwas mit damit zu tun. Tja, müsste man rausfinden. Lasst ihr mich mal rausholen. Kommt ihr da ran? Nehmt am besten etwas zum, damit ihr dann das Blut dich verschmiert, oder? Hier, nehmt mal dieses Tuch. Holt ihn da mal raus. Okay, ich halte mit der linken Hand sein Tuch und greife mit der rechten Hand zum Dolch. Okay. Scheint schon blutig. Danke. Und dann, wenn man den Dolch hat, will man ihm den Dolch rüberreichen nimmt er auch an. Dann macht man sich mit dem Tuch die Hand ab, dafür hat ihm das ja gegeben. Dankeschön. Dann kommt mal mit. Gehen wir wieder zurück. Jawohl. Natürlich. Gut gemacht. Etwas eingeschüchtert liegt man und folgt dem Weibel. Kasim, hast du dir den Namen aufgeschrieben? Kasim, schaut zu ihm. Nein, noch nicht. Und ist aber währenddessen schon am Kramen in seiner Tasche, um ein kleines buntes Notizbüchlein, das schon aussieht, als hätte es ein paar zu viele Tage Unfälle gesehen, rauszuholen. Okay, aber ich denke, wir sollten uns tatsächlich zuerst mal den Tatort an sich angucken. Ich meine, wenn es einmal regnet, sind alle Spuren sowieso weg. Und wie er das sagt, hört er ein leises Donnergrollen in der Ferne. Ein Sommerschauer? Das Glück kann auch nicht schlechter sein, oder? Neben Ethilio währenddessen kniet sich der Bandstrahler nieder und legt ihm eine Hand auf die Schulter. Der junge Mann. Tut mir leid. Ich bin hier, um den Tatort zu bewachen. Das sagtet ihr schon. Ja. Und ihr? Werde ich mich umdrehen zu der Gruppe, die in Begleitung des Sonnenlegionärs sich offensichtlich lautstark über eben diesen Fall unterhalten hat. Ihr seid hier, um am Tatort rumzustehen? Rumzustehen? Also wir sind die Gebetenen hier. Wenn ich das mal klar machen soll. Du kanntest den Mann? Dann solltet ihr vielleicht anfangen, eure Arbeit zu erledigen. Ja. Beruhig dich, ich sehe schon, du bist emotional. Aber das können wir hier nicht gebrauchen.
so werden wir den Mord auch nicht aufklären. Also, vielleicht fängst du einfach mal damit an, uns zu erzählen, in welcher Verbindung du mit diesem Mann standest. Ich kannte ihn, seit ich 9 Jahre alt war. Wir waren zusammen auf der Akademie, haben uns eine Stube geteilt. Und naja, da ihr ja die seid, die auserkoren sind, herauszufinden, was passiert ist. Hier, ziehe ich einen knüllten Brief aus meiner Tasche. Man sieht, dass er eng am Körper getragen wurde über die fast 2 Wochen Reise von Punin nach Gareth. Er hat mir geschrieben. Wir schrieben uns regelmäßig. Aber vor einigen Wochen sprach er kryptisch von einer neuen Aufgabe, die er bekommen hat, und dass er fürchtet, ihm könne etwas geschehen. Und in seinem letzten Brief bat er mich, so schnell wie möglich nach Gareth zu reisen und ihn heute zur Praios-Stunde in unserer alten Stammkneipe zu treffen. Er ist nicht aufgetaucht, wie ihr euch denken könnt. Ja, scheint hier auch schon eine ganze Weile zu liegen. Ja, wenn ihr euch den Körper generell einmal anseht, wie er dort am Rande der Brache liegt, nicht direkt an der Brache, aber schon in so einem kleinen Krater, könnt ihr wohl sehen, wie ein Stück abgebrochenes Kolakai dort liegt, der schwarze Fels von Agrimod verheert, so ein bisschen auch pulsierend. Als es wohl runtergefallen ist, gab es einen gewaltigen Krater. Dort am Rande des Kraters liegt dann eben auch der Sonnenlegionär, der Gardist, und neben ihm kniet dann sein Freund aus Almada. Sieht wohl auf den ersten Blick auch schon so aus, als ob mehrere Male mit einer Klinge in seinen Bauch gefuhrwerkt worden ist. Teilweise auch der Rücken, der da wohl verheert wurde. Und ja, er ist definitiv irgendwo hier ermordet worden. Zumindest diese gewaltige Blutlache zeugt davon. Auch die Spritzer, die dann hier teilweise an einem schwarzen Stein kleben. Also hier wohl wurde er vor ja, sicherlich ein paar Stunden dann bestialisch ermordet. Ja, während die beiden sich unterhalten haben, ist Kasim schon mal ein bisschen um die Leiche drumherum gegangen, so ungefähr 1,5 Meter Abstand geblieben, sodass er nicht in die Blutlache tritt und nach Möglichkeit auch keine weiteren Fußspuren hinterlässt, und sucht mal nach eben solchen. Vorher wirft er einen Blick auf die Schuhe, Stiefel, Plattenstiefel des Toten, um zu gucken, wie groß die sind und eventuell diese von anderen Fußspuren unterscheiden zu können. Oh! Erdensuchenprobe! Jawohl! Könnt ihr natürlich alle würfeln, wenn ihr noch keine gewürfelt habt. Und während ihr euch das anseht, könnt ihr auch nachkennen, wie wohl der Weibel aus einer der dreckigen Gassen gemeinsam mit einem schlachsigen Jungen, jung ist er gar nicht mehr, verbraucht sieht er aus, mit einem jungen Akrobaten wieder zurückkommt. Und während der sich gerade mit einem großen Lappen seine Hände wieder abputzt, könnt ihr wohl sehen, wie der andere Bandstrahler wohl einen kleinen Dolch bei sich trägt, der auch blutig verkrustet ist. Für die Leute, die Fernsuchen gewürfelt haben, wenn ihr hier auf dieses Fragezeichen klickt, müsstet ihr jetzt sehen, was ihr bekommt. Ihr könnt finden, dass hier ein Kampf stattgefunden hat. Der Mörder muss in wilder Raserei gehandelt haben. Die Schüsse sind enorm weit verteilt. Der Kampf war schnell vorbei, erstaunlich bei einem erfahrenen Sonnenlegionär. Ein großer Teil der Blutspuren entstand erst, als das Opfer bereits reglos am Boden lag. Und die Fußabdrücke von Vitus, schwere Stiefel und des wahrscheinlichen Mörders, einfache Fußlappen, können identifiziert werden. Wenn man der Fährte versucht zu folgen... Ja, oder wollt ihr mehr Zeit damit verbringen, den Tatort zu untersuchen? Kasim schaut zu Ronga, was hast du? Das hier sieht jetzt nicht unbedingt nach einer kühlen, berechnenden Tat aus. Das muss einem schweren Wahn getan worden sein, fast schon im Blutrausch. Ging schnell, wer auch immer es war. Das muss nicht damit gerechnet haben. Wenn er ihn so nah an sich rangelassen haben, vielleicht sogar vertraut.
Ja. Einige der Fußstapfen sind in der Blutlache noch zu erkennen. Hier zusammen entlang gelaufen sein. Das müssen die schweren Stiefel sein. Ja. Sehr gut. Eingeweichten Boden hat er hier noch Spuren hinterlassen. Bin in diese Richtung. Warum waren die wohl überhaupt hier? Oder er zumindest? Das ist ja nicht gerade die Hauptstraße. Allem an einem solchen Ort. Er scheint wohl, muss wohl irgendwas mit diesem Auftrag zusammen zu tun haben, wovon unser Krieger hier Hey, wie ist eigentlich dein Name? Etilio. Verzeiht. Etilio von Madersee. Leutnant. Ich bin ein wenig aufgelöst. Es tut mir leid. Das ist vollkommen verständlich. Ich muss ja auch nicht zurückhalten. Jeder in deiner Situation wäre aufgeblümt. Ja, aufgewühlt. Einen alten Freund zu verlieren ist nie einfach. Aber wir müssen das Beste daraus machen und dafür sorgen, dass hier Gerechtigkeit widerfährt. Wir herausfinden, wer es getan hat. Das Beste. Seid gut. Ich weiß nicht, woher ihr kommt und wer ihr seid, aber wenn ihr euch jahrelang als die einzigen zwei Bürgerlichen unter einer Adligen durchgeschlagen habt,